begrüße euch ganz herzlich zu unserem Abendgebet aus Maria Laach. Wir diskutieren schon sehr lange, was der Beitrag der Kirche in dieser Welt sein kann, was der Beitrag meines Glaubens für die Kirche in dieser Welt sein kann. Ich glaube, es kann die Tatsache sein, dass alles, was ist, vorläufig ist, dass wir uns gar nicht so wichtig nehmen brauchen, denn es wird letztlich keinen Bestand haben. Nur eines ist wichtig, das ist der Glaube an den, der am Ende der Zeiten auf uns wartet. Jesus sagt, was nützt es einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, dabei aber sich selbst verliert und Schaden nimmt? Und das bezieht er auf mich und mein Dasein, meine Freunde, meine Familie, meinen Beruf, einfach auf alles. Nichts ist unendlich in dieser Welt. Und wenn wir diese Perspektive wieder reinbringen, bekommen wir vielleicht auch Gelassenheit und den notwendigen Abstand in manchen Diskussionen in der Gesellschaft, aber auch in unserer Kirche. Denken wir an die Vorläufigkeit und an die Endlichkeit dieser Welt und an die Unendlichkeit dessen, der uns und diese Welt ins Dasein gerufen hat. Lasst uns diesen Tag mit einem Gebet beschließen. Jesus, du willst uns nicht auf ein fernes Jenseits vertrösten, sondern du willst uns zeigen und sagen, dass es nicht auf unsere Größe, auf unseren Reichtum ankommt, sondern auf dich. Wir brauchen dich, auch wenn wir es so oft aus dem Blick verlieren, weil wir alles selber machen wollen. Schenke uns eine ruhige Nacht und gib uns morgen die Kraft, uns an dir auszurichten und das Gute, was wir wirken, aus deiner Kraft heraus tun. Ich wünsche euch einen schönen Abend und eine gute Nacht.